So, mit dem Schlüssel gehen wir jetzt zur Tür, die wir nicht öffnen konnten. Oh, verpiss dich, Fledermaus. So. Gut. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal mit dem Stein machen, das ist echt ärgerlich. Muss ich extra nochmal hochklettern, glaube ich. Doch, ich bin ja rausgegangen, eigentlich müsste das so sein, wenn nicht, dann wäre es ja cool. Und da ist der Stein, verdammt. Tatsache. Na gut, kein Problem. So. Ich sehe nichts, so jetzt aber. Ein bisschen nach links. So, genau so. Oh, die Fledermäuse sind natürlich wieder da. Number one. Und number two. So, ich nehme das Herz nochmal schnell und dann springe ich jetzt hier ab. Schnell schieben. Ach ne, ich schaffe ihn nicht, muss ich hier warten. Ne? Ja, doch. Oder doch nicht. Okay. Hui. So, da ist die Tür. Wir sind im nächsten Bereich. Im nächsten Bereich des Tempels. Da ist ein Goron, den können wir von hier nicht nicht befreien. Davon ist der Stempel. Stempel? Nein, der Schalter. So, jetzt. Ich glaube, mit dem Enterhaken kann man die einfrieren. Beziehungsweise Feuer ausmachen, ja. Ja, Feuer ausmachen. Okay. Jetzt brauche ich das bitteschön. Wohl ein Geheimnis. Ah, weg hier. Das sah gerade so angriffslustig aus, deswegen bin ich weggehüppelt. So, warte. Nein, nicht runterfallen. Bitte nicht. Supersprung. Was? Es lebt, es lebt. Jetzt ist es aber wirklich tot. Und wir springen da jetzt mal rüber. Schieben es mal runter. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder was mit der Bombe machen. Dammit. Wir haben so wenig. Na gut. Ah, ich glaube, wir müssen es da erstmal reinschieben. Nein. Doch, müssen wir, Tatsache. Wir haben leider zu wenig Bomben. Naja, wir haben genug eigentlich, aber wenn wir die jetzt verlieren, haben wir für den Rest des Tempels keine. Das wäre ärgerlich. Oh, nee. Mann, schräg nicht mal an, Link. So, und jetzt die Sicht ändern und jetzt springen wir darüber. Ich glaube, das schafft er. Ja, hat er geschafft. Jetzt hier hoch und dann sehen wir mal weiter, wie es dann verläuft. So hoch wieder. Okay, kommen wir. Alles klar, das wollte ich gerade nur testen. Dann muss ich jetzt meine Würfkünste in Frage stellen. Ich werfe mal. Nein, nein, bitte nicht. Nein. Oh, dummes Teil, ey. Sah ganz ordentlich aus. Nein, sah es nicht. Aber ich habe noch zwei Bomben. Ja, das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Na gut, dann versuche ich es mal ohne Bombe. Bogen habe ich den. Sauber. Aber auch nur 5. Probieren wir es mit Bogen. Nein, das war zu hoch. Jetzt. Ich hoffe, wir schaffen es. Nein, was ist das? Oh, ich bin noch hochgekommen. Schaffen wir nicht. Oh nee, das ist doch ein Scherz. Oh nö. Ist das ein Scheiß, ey. Das ist so billig hier. Kackspiel, ey. Wieso wir das schaffen, ey? Geht doch gar nicht. Oh verdammt. Nicht runterfallen. Das war gut, glaube ich.
Ja, geht doch. Geht doch, jetzt müssen wir nur noch drauf. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Und wir sind drauf. Super. Bäm. Geschafft. Nächster Bereich. Wo sind wir jetzt? Ah, eine Tür. Alles klar. Okay. Oh, nee, nicht das. Den Felsen. Okay, wo willst du hin? Na, war ja klar, immer mir hinterher hier. Alter, das gibt's doch nicht. So, jetzt ist er weg. Schon der nächste oder was? Ist hier irgendwas? Nö. Hui. Hm, da ist was. Uah. So, hier ist eine Tür. Und wir sind jetzt bei Goron, glaube ich. Geil, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist nicht der Goron. Nein, ist er nicht. Den wir vorhin gesehen haben, den wir nur von der anderen Seite öffnen können. Da war irgendwas oben, muss ich in ein Loch springen oder so. Die Quan haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schneller. Das war mal ein wertvoller Tipp. Okay, den kannte ich noch nicht. Cool, wirklich. Nicht schlecht. Die ganze Sache hier so öffnen. Boah, das tut doch weh. Ein kleiner Schlüssel. Mal sehen, wofür wir den benötigen. Ich glaube, unten war noch irgendwas. Irgend so eine Wand, die man, glaube ich, sprengen konnte. Mal sehen. Na, lassen wir den erstmal durch. Wird was passieren. Und der mit. So, jetzt ist er weg. Weg, weg, weg. Hier haben wir eine Tür, wo man Schlüssel einsetzen kann. Sauber. Haben wir gleich schon gefunden. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, nö. Habe ich denn noch einen Bogen? Oh, drei. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst war ich da nach ganz unten. Oh, nein. Alter, das will ich gar nicht. Muss ich hier alles von vorne. Alles, alles, alles. Gut. Da. Ich muss jetzt mit einem Treffer treffen. Dammit. Ne, ja. Ich meine, dammit im positiven Sinne. So. Was? Für eine Truhe? Dammit. Das war jetzt negativ wieder. Ein Kompass. Weil Karte haben wir schon. Okay, wir haben die Karte doch noch nicht. Die Karte. Ist doch das Gleiche. Alles gleich nutzlos. Was lachst du, ey? Okay, dann haben wir den Schlüssel irgendwie umsonst gerade gebraucht. Aufgebraucht. Ach nee, wir sollen da ja lang. Das heißt, wir brauchen noch einen Schlüssel. Noch einen zweiten. Oh, knapp. Wollen wir mal sehen, wo der ist. Ja, ich habe das Gefühl, wir bleiben stehen, richtig. Dann warte ich erstmal, bis der weg ist. So, mal sehen. Hier ist nichts. Ah, geh weg. Da oben ist ein Goron, sehe ich. Ah, Schäse, Schäse! Dammit. Der hat Angst, der Goron. Okay, wie komme ich jetzt nach da oben? Das ist die Frage der Frage. Hier ist ein Schalter. Wofür? Oh, Corona. Aha. Okay. Warte mal. War da gerade ein Grafikfehler? Okay. Mhm, da ist das getan, also. So. Die Quan haben mein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goron, kannst du sie zerschmettern. Vielen Dank für den Tipp. Das wusste ich allerdings auch selbst. Wir sehen uns später.